So, einen wunderschönen, liebe Zockergemeinschaft. Wir sind wieder zurück in RimWorld. Und jetzt ist es soweit. Das Vieh ist eindeutig zu nah an meinen Feldern, die schon fast fertig gesät sind. Jetzt gibt's Ärger. Ihr drei. Alle Mann, bitte hierhin. What the f- War ja klar. Der braucht eine extra. Egal, dann fangen wir mal schon mal an. Und zwar fangen wir an mit... Ich könnte ihn einfach rufen. Komm mal her, ja. Nice. Ich liebe Soulbound jetzt schon. Mr. Björn, stell dich mal dahin. So, jetzt probiere ich mal das hier aus. Heftig. Psyblast. Wieder ein wunderschönes Psyblast. Du schießt darauf. Du gibst denen einen Headshot. Und du machst das hier. Wow. Alter. What? What? Was ist da gerade? What? Was ist da gerade passiert? Alter, die Hölle ist aufgegangen. Alter, Rin ist eine geile Sau. Also, nice. Wow. Alter. Alter. Was ist mit ihm passiert? What? Vor allem diese anderen... sind es meine... What? Schießen die? Nice. Einfach, ich bin gerade, Alter, wow, wie heftig, also, was sagst du, wir haben einen Überfall, wow, was zum was? Wow, man kann seinen Arsch sehen. Was haben die da für Waffen? Wollt ihr mich verarschen? Wie die schon mega heftige Waffen haben. Ein Brandgeschoss. Ja, klar. So, jetzt ist die Frage, was für ein Typ ist er? Ein Druide und ein Geomancer. Der Geomancer klingt schon mal interessant. Woodman. Was ist ein Woodman? Keine Ahnung. Wow. Wie man einfach nur ihre Ärsche sieht, ja? Finde ich geil. Sind die jetzt sofort... Wow. Interessant. Sind die jetzt sofort unterwegs zu uns? Auf jeden Fall kommen die von da. Das bedeutet, die werden hier vielleicht langkommen. Dann werde ich die hier abfangen.
Sollte kein Problem sein. Ich muss Informationen. Aha. Danke. Okay. Du bist der Geomancer, oder? Entertainer. Weil du nackt bist. Ich glaube, den Entertainer will ich gerne haben. Wow, hier sind ja noch mehr Geomancer und Woodman. Ja, das ist okay. Hier ist noch einer. Necromancer. Ja! Wie viele sind es denn? Das sind mega viele. Das ist interessant. Greifen die mich sofort an? Werde ich ja gleich bald sehen. Nee, die chillen hier. Wow. Ich nicht. Okay, das ist ein relativ kleiner Kreis. Könnte da einen Sturm auf die regnen lassen, oder? Teste mal. Sprung der Sicherheit. Speichern wir mal und testen das. Ob ich einen psionischen Regen da drauf packen kann. Ein Psi-Sturm. Wenn das wirklich klappt, wäre es nice. Dann kann ich mich wieder verpissen. Und die anderen werden erstmal da schön chillen. Gucken wir mal. Das wäre cool, wenn es klappt. Aha, Riss hat einen Skillpunkt gekriegt. Apropos Skillpunkt, Mr. Burns, hast du auch nicht schon? Oh, ja, hat er. Moment. Okay. Increase the damage. Und das da? Increase the fire rate. Jetzt die Frage. Me oder me? Das Geile ist, ich bin ja mit Rin verbunden. Das bedeutet, wenn ich das unten jetzt gerade gemacht habe, kann ich mich instant zu ihr porten lassen. Nice! Ich glaube, das mache ich sogar. Minimum Psionik. Aber was ist denn die Feuerrate? Schieße ich denn mehr? So. Rin ist. Wo ist Rin? Rin ist da. Könnte ich so theoretisch den Call machen? 50%, ja, würde gerade so gehen. Das wäre. Oh, das ist nice. Das wird cool. Dann werde ich da erstmal einen schönen Sturm auf die niederhageln lassen und dann werde ich mich zurück teleportieren lassen. Dum, 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 dum. Au. Ernst? Hat's nicht geklappt? Verarsche.
Zack, weg bin ich. Mann! So ein Scheiß. Hätte ja was werden können. Oh Mann! Das wäre so gut gewesen! Kann ich noch irgendwas Vernichtendes machen? Nein, natürlich nicht. Hab dafür keine Energie mehr. Mann! Aber jetzt ist das Problem, wenn die mich jetzt angreifen, habe ich definitiv keine Energie für die Barriere. Das wird unschön. Aber dafür haben wir Noss. Er könnte theoretisch uns auf jeden Fall heilen, wenn es uns schlecht geht. Und Arcana kann ein bisschen rummissilen. Oh, was macht Noss? Ja, klar, kann er machen. Was hat die? Die gehen jetzt richtig los. Denn ist mäh. Denn ist richtig mäh. Aber wir werden definitiv in den Kampf gehen. Oh nein. Hol das Tier doch mit. Jetzt hopp, 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 hopp. Gib Gummi. Gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schuss und nicht getroffen. Läuft. Da sind schon die ersten down. Perfekt. Rin schild noch ein bisschen näher rankommen. Wen wollten wir eigentlich haben? Der ist tot. Wo ist denn die Nackte? Wir wollten doch die Nackte haben. Necromancer. Da ist die Nackte. Was kann die eigentlich? Einfache und künstliche Arbeit will sie nicht. Okay. Ist hässlich. Wow. Eine hässliche Nackte. Kannst du knicken? Wollen wir doch nicht. Wie ist mit Necromancer? Er will keine einfache Arbeit. Wow, das ist stark neurotisch. Kannst du knicken? Was ist mit dem Woodsman? Stubenhocker ist in Ordnung. Mag keine geistige und das ist auch in Ordnung. Der Woodsman Ghost. Dann würde ich fast sagen, versuchen wir mal mit hier ihn zu disablen. Au. Hat's geklappt? Wow, 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 wow. Zurück, 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 zurück. Natürlich, hat es nicht geklappt. Kacke. Der ist tot. Los, mach sie fertig. Töten. Waren die fertig? Ha! Down! Und der nächste.
Ach, nix Könner. Mal schön hier. Ha! Hab ich dich. Zack. Zack. Oh, haben wir doch die hässliche erwischt. Okay. Oh, da brennt jemand. Alles in Ordnung. Feuer bekämpfen, bitte. In der Zwischenzeit gucken wir. Na toll, jetzt. Ungünstig. 1, 2, 3, 4. Und das machen wir alles zum Gefängnis. Wow, er brennt auch. So. Fangen. Das erlauben wir. Brauchen wir den? Gutes Ge- Ja! Oh. Feuer löschen und künstlich, das ist egal. Pearl! Fang ihn! Bitte beeil dich! Er brennt uns weg! Ist schneller! Nee. Ich kämpfe erst das Feuer. Schnell, 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 schnell. Er brennt! Er brennt! Danke. Das kann ruhig weiter brennen. So. Was ist mit dir? Ja, ein Psychopath. Nee, den wollen wir nicht. Aber die anderen Sachen will ich haben erstmal. Sogar Medizin haben die dabei. Aha, so, wie geht's der? 5 tot in 5 Stunden. Kannst du die behandeln? Üppig. Ja, ist egal. Gefängnis. Was ist denn Widerstand? Blinder Widerstand 22. Ah, machen Widerstand verringern, ne? Was ist denn das? Hat da jemand hier reingekackt? Passt so aus. Wo ist denn der andere? Da ist er. Wann ist er tot? Nein. Mach mal hinne. So, wird auf jeden Fall getendet. Sieht gut aus. Da brennt's. Wollen wir das brennen lassen? Nee, eigentlich nicht. Earl hat das. Rin macht das. Arkan hier. Kannst du nicht hier Feuer bekämpfen? Bisschen. 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 In der Zwischenzeit ausziehen. Ausziehen. Das können wir alles gebrauchen. Ausziehen. 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 Mitnehmen. Ausziehen. Ausziehen. So. Das wäre ungünstig, wenn es bis zu uns nach drüben geht. So.
Earl? Ganz sicher. Wird dann behandeln da. So, wie war das? Der könnte helfen und er ist magical gifted, deswegen wollte ich den haben. Ist sonst noch. Er hat kein Bein mehr. Das ist doch kein Problem für uns. Wir können es ja wieder nachwachsen lassen. Klingt zwar komisch, aber. Was? Wie bitte? Pearl und Rin tauschen Ideen. Aha. Rin und Pearl wollen es miteinander treiben. Nice. Ja, cool. Das ist perfekt. Dann haben wir eine hässliche, nackte Tänzerin. Okay, das ist nicht gerade so schön. Und ein Magical Gifted, ein Wissenschaftler. Aber den Bein können wir wieder nachwachsen lassen, oder? Können das ja gleich mal testen. Wenn er ihn hier fertig hat. Und wir haben ja keinen Herbal-Ding. Den macht der ja nicht. Und das ist komisch. Was ist das denn? Als hätte da jemand reingekackt. Oh, da muss ich da jetzt was Neues machen. Wie bitte? Keine Ahnung. Eine Toilettenholz färben. Hygiene etc. Wo ich jetzt wirklich eine Verbrennungsgrube? In Gesundheit die tatsächlich. Ja, gut. Jetzt. Interessant, das ist jetzt gesundheitsschädlich, die Sachen. Ja, wo packen wir es denn hin? Okay, da kommt. Wir sind auch nicht zu weit weg. Vielleicht hier? Ja. Oder? Ja. Ganz wichtig. Dann kann das, glaube ich, da oben entleert werden oder so. Wow, Pearl ist immer noch fleißig dabei. So. Kannst du kurz? Und flup, da ist es. Jetzt könnten wir theoretisch. Operationen war geht nicht. Seeds of Regrowing verdirbt in 10 Tagen. Wir können es nicht nachwachsen lassen jetzt? Ich dachte, das geht. Oh. Riss hat ihnen das Bein weggeschossen. Okay.
Nee, aber ist jetzt kacke. Wieso funktioniert das nicht? Oder ist Pearl nicht die? Ausziehen. Oder muss man das erst lernen? Aha. Vielleicht aufheben und dann geht's. Nö. Irgendwie nicht. Schade. Ja, gut. Denn halt nicht. Aber schuldig angesehen in 18 Stunden. Ja, genau. Egal, erstmal wird der Widerstand reduziert. Den können wir ruhig verrecken lassen. Die bösen Typen hier. Wir sollten uns vielleicht. Haben wir noch genug Platz? Ja. Dann machen wir es doch mal so mit Q. Doch O, es ist O. Wow. Nein. Ah. Das. Und da. Wo. Und die Sichel auch noch, das auch. Dann wird das noch schnell alles getragen. Die Keule ist verschwunden, keine Ahnung. Und dann gibt es die noch ein paar Sachen zum. Nice. Mr. Björns macht das schon mal. Alles hier schon mitnehmen. Wo sind meine Tiere? Ach, die schlafen. Deswegen werden die auch gerade benutzt. Stahl haben wir noch, oder? Wir haben noch eine Menge Stahl. Pearl, fleißig am Essen. War ja auch fleißig. Hat hier ja die Leute behandelt. Aber ich glaube, die sind immer noch am. Oder? Geht. Bis auf das Bein. Und das rechte Bein ist auch schon fast weg. Oh Mann, da ich den nicht regrown kann. Aber ich glaube, das geht erst, wenn er bei mir ist, oder? In mein Ding. Über herzhaftes Essen. Den sehe ich auch. Alter, wollte ausschlafen, du Arsch. Ach, das ist eine interessante Waffe hier. Wie jetzt? Er nimmt mein Essen! Warum nimmt er? Wow. Also wenn das mal nicht Gastfreundschaft ist, ja? Der nimmt einfach mein Essen. Und ich sag dazu nichts. Ich hab jetzt gerade was gesagt, aber trotzdem. Er nimmt einfach mal mein Essen. Und kackt in mein Klo, ja?
In mein Fuchsklo kackt einfach. Aber das ist höchst interessant. Wie kann ich das denn wegmachen? Cleaning. Man kann es reinigen. Hi. Schön beim Kacken beobachten. Und hat einen Kommentar zu einer meine Lieblingskleidung. Was? Kommentar? Ein Kommentar über eine Lieblingskleidung. Was? Ja, rekrutier mal. Wer? Die? Ach, ei. Die hat Schmerzen. Ja, kann ich verstehen. Was greifst du mich auch an, ne? Widerstand 22. Mal gucken, was passiert. Guck mal, was wir mit dir gemacht haben. Wir haben dich wieder repariert. Fragt über ihre Diät. Ja. Bin Tänzerin. So, ich bin echt gespannt, was gleich kommt. Ist auf 21,6 runtergegangen. Okay. Und der ist bei 25. Wow. Denkt über ihre Lehrling. Aber das ist höchst interessant, wie man dass man das jetzt herunterschrauben kann, damit man schneller die bedingsen kann, überreden kann. Oh ja. Riss ist jetzt unterwegs. Macht hier die Verbrennungsanlage fertig da oben. Oh, bereit zum Ernten. Okay, ernten. Bereit zum Ernten. Okay, ernten. Sind die denn auch bereit? Nee, natürlich nicht direkt. Doch, die. Ernten. Ernten. Dann werde ich aber die Vegetables... Kann ich die pausieren? Wie kann ich das pausieren? Da, aussetzen. Haha! Weil dann kann ich anfangen, die Viecher da unten zu dingsen. Wow, du hast es da oben nur hingebracht? Dein Ernst? Bereit zum Ernten. Nice. Perfekt. Ach, das sind Heal Roots. Hier, Heilkräuter. Oh, noch besser. So, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Und jetzt hinzufügen Leichenkleidung, Drogen verbrennen. Bitte. Dachte ich, muss das wegen das? Rin? Kannst du kurz, wenn du gegessen hast? Mach mal sauber. Schön den Lappen ausbringen. Der etliche Rippen. So, was ist denn jetzt hier? Und er stirbt einfach nicht. So, mal kurz vorbeigegangen. Wow. Du auch. Hier einfach mal immer noch. Aber ich will ihn nicht. Kann man ihn nicht einfach den Rest geben?
Kein Problem. Und weg mit dir. Na toll. Leichen verbrennen, Stutter. Wir können jetzt die Leichen hier hinbringen, eigentlich. Aufgabe hinzufügen. Leichen verbrennen. Details. Und zwar. Nicht unsere Leichen, sondern nur von den Gegnern. Für immer. Dann könnten wir ja auch hier eine Abfallzone für die machen. Alles löschen. Leichen. Menschen, aber nicht von Kolonisten. Danke. War kritisch. Na toll. Na, das dachte ich mir. Nein. Leg die Idioten doch nicht hier ab. Weg, weg damit. Wir hier keine Toten haben. Nein. Weg. Genau, bring die mal schön weg hier. Oh, nice. Die ersten Früchte sind fertig. Die schön weg. In der Zwischenzeit, ja, gut. Na, nice. Das ist cool. So, tragt mal alles ganz schnell weg. Theoretisch könnten wir jetzt die Vögel machen, oder? Und die sich schon wieder verändert? Keine Ahnung. Die sind ja schon am Mausruhen. Und da oben werden Leichen verbrannt. Vielleicht mal Noss fragen. Benötigt mit Fick. Ich habe keine Ahnung. Glaub, wenn das voll ist, haben wir genug. Dann kann es da oben auch. Warum machen die das? Nein. Das nicht, das nicht. Ja, dann werden die erstmal da oben hingesetzt und dann werden später hier Leichen verbrannt. Mit Hacke und so. Warum nicht? Des Weiteren wollten wir ja gucken. Holy Rome. Au. Ah, doch, hier sind ein paar mehr. Ja, dann mach die mal weg. Der Fuchs guckt böse. Auf 21 und Schwierigkeit auf 60%. Also trotzdem auf Anwerben machen, aber dann geht das vielleicht nicht wirklich runter. Machen wir es ein paar Tage. In der Zwischenzeit
Hier noch mal Holz hin. Unsere erste Reisernte. Nice. Endlich die erste Reisernte. Dann können wir wirklich die Tiere hier weitermachen. Weiter zähmen. Oh, geil. Aber man sieht schon, hier fühlt sich es langsam. Und die Folge hat schon längst wieder Überlänge. Dann sage ich mal, einmal hier Feierabend. Sag mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs am Tisch knallen, ne?